Herzlich willkommen zurück zu Fahrenheit. Ja, mal wieder mit einer Lucas Kane-Episode. Nachdem wir im letzten Teil mit Tyler die Bibliothek aufgemischt haben und den alten japanischen Sack überführt haben, dass er gar kein Japaner ist. Oder Chinese, besser gesagt. Ich glaube, er hat auf Chinesisch angespielt, sag ich mal. Und ich muss mal hier kurz an meinem Fernseher, das seht ihr jetzt gerade nicht, mein Bild umstellen, weil es nämlich falsch war. So, genau so. Okay, wir sind jetzt auf dem Weg zu Agathas Haus. Das ist eine alte Dame, die uns von unserem Bruder Marcus empfohlen wurde, weil sie anscheinend Spezialistin für übernatürliche Sachen ist und so weiter. Und das kann uns helfen. Und ich glaube, das hier ist schon ihr Haus, ne? Ja. Das gruselige Haus mit der komischen Tür. Wird uns oben auf dem Bild angezeigt. Und Lukas hat es gerade bestätigt. Tatsächlich. Ich drücke mal den falschen Knopf, um die Kamera zu drehen. Aber egal. Naja, klingeln wir mal. Mal gucken, ob jemand zu Hause ist. War ja klar. Hallo. Aufmachen. Drogenfahndung. Na gut, dann gehe ich einfach rein. Die Tür ist ja seltsamerweise offen. Is there anyone here? Okay. Okay, das Haus ist nicht gerade wirklich einladend. Und ich höre Vögel. Naja. Wir durchsuchen mal die Zimmer. Vielleicht ist jemand hier. Okay, das ist anscheinend die Küche. Da liegt ein Bonus. Das ist ja schön. So, können wir hier denn... Da konnten wir gerade was angucken, ne? Ja. An old sink. Eine alte Spüle. Ja, hier ist so ziemlich alles alt. Nothing in particular. Das heißt hier nichts Besonderes, das ist ein Kühlschrank. Sowas sieht man nicht alle Tage. Old plates on the shelf. Naja, okay. Nichts Besonderes hier. Aber ich sagen, gehen wir erstmal wieder. Wir haben ja noch mehr Türen, die zu untersuchen sind. Ah, da kommt das Vogelgeräusch also. Hier sind Vögel. Are those crows in the cages? Da halt Krähen, aber das sind ja auch Vögel. Krähen, ja, oder auch Raben, die haben wir ja, mit denen haben wir ja schon einiges zu tun gehabt. Also, beziehungsweise, naja, noch nicht so viel, aber uns ist ja immer wieder so ein komischer Rabe erschienen. So, jetzt hätten wir noch die Tür da hinten. Gucken wir mal. Oh Gott, das wird in jedem... Jeder Raum ist dunkler als der andere und unheimlicher. Sieht so aus, als würde hier schon seit langer Zeit keiner mehr wohnen. A stuffed crow. Das erinnert mich gerade frappierend an eine Episode aus Heavy Rain. Aber okay, so viel dazu. Ey. Sheets on all the furniture, as if the house hasn't been lived in for a long time. Das hatte ich auch gerade angedeutet. Gott, das sieht aus wie so ein Haus von so einem Serienkiller. Also Versteck, besser gesagt. Okay, hier haben wir noch eine Tür. Ah. Are you Agatha? Why do you want to talk to Agatha? Weil unser Bruder Marcus sie empfohlen hat. Father Marcus Kane sent me here. I have a problem. I need to talk to her about it. A problem? And who on earth doesn't have problems? One need not have eyes to see. Be kind, young man. Push me over to my birds. It'll be more comfortable for us to talk over there. Okay. Eine alte, blinde, einsame Frau. Nicht gerade sehr aufheiternd. Aber anscheinend kann sie uns helfen. Naja, wir sollen sie auf jeden Fall erstmal zu den Vögeln schieben. Das ist ja gut, dass wir schon mal eben geguckt haben, wo die Vögel sind. Und sie meinte nicht diesen ausgestopften Vogel hier. So. Komm mal mit. Erinnert mich frappierend an meine Zivi-Zeit. Aber gut. Nur, dass ich da keine alten Leute zu in einem unheimlichen Haus zu Vögeln schieben musste. Aber zu anderen Sachen. So, da wären wir.
Und du? The bird is such a unique animal. It can spend its entire life locked up in a cage and yet still keep on singing away. What brings you here, young man? Tell me, what is your cage like? Ziemlich schlecht. Ja, wir sagen ihr, dass wir besessen sind. I killed a man. It was like I was possessed. I watched it all happen, but I had no control over my actions. Sounds like a rather commonplace story to me. Don't you think that it might simply be because you've gone mad? Dass ihr nicht, Ach, wir sagen Vision. I had a vision of another man, making exactly the same movements as me, and of a little girl who called out to me for help. In the cupboard, you will find a little bag of seeds. Be a good boy. Feed some to my little darlings, will you? Jetzt lenk doch nicht vom Thema ab. Na gut. Wenn es sein muss, gut, wo haben wir das denn? Oben? Nee, natürlich nicht. Dann liegen die wahrscheinlich unten drin. Ja, tatsächlich. Na gut, dann füttern wir hier mal halt die Vögel von ihr. Die sind ja nett zu alten Damen, die können halt viele Sachen nicht mehr so, wie wir jungen Leute es können. So, ich glaube, wir müssen auch nicht alle füttern, sondern nur so ein paar. Wir werden mal sehen. Okay, überall da, wo das Zeichen halt auftaucht. So, bitteschön. Die armen Vögel. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe immer, wenn ich bei jemandem bin oder irgendjemanden sehe, der zu Hause Vögel in Käfigen hat, ich verurteile natürlich niemanden, das muss ich jetzt einfach vorweg sagen, aber ich habe immer Mitleid mit den Vögeln, weil Vögel müssen eigentlich frei sein. Aber wie gesagt, ich verurteile natürlich niemanden, der Vögel zu Hause hat. Sind ja auch schöne Tiere. Und wecken einen wahrscheinlich mit schönen Klängen morgens. Besser als ein Wecker. So, jetzt haben wir sie gefüttert, jetzt hilf uns mal. Wir sagen mal Auslöser. Do you have any memory of what could have triggered your loss of control? Did you drink something, hear a sound or see an image which seemed out of the ordinary? Wie wär's mit dem Kaffee? I have no idea. In fact, I can't remember anything that happened to me from the time I entered the place to when I woke up again afterwards. Have you experienced any other strange manifestations since then? Have you had any odd dreams or visions? Yes, I see things as if the reality in front of me was deforming, becoming horrible. Are you able to attach anything concrete to your visions, such as a symbol or a sign, maybe a word? When I regained control of myself after the murder, this symbol had been cut into my wrist with a knife. A snake. Two open jaws. Oh, dear God. What does it mean? There's only one way for me to be sure. Please, push me into the sitting room. Okay, die scheint anscheinend was zu wissen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Wollen wir nur hoffen, dass es auch nicht nur dabei bleibt, sondern dass sie uns endlich mal erklären kann, was mit uns los ist. Naja, wir sollen sie jetzt erstmal wieder in den großen Saal schieben, der hier ist, weil die Kameraperspektive sich jetzt geändert hat. Da hinten ist die Eingangstür. Wir könnten sie natürlich auch einfach so böse, wie wir sind, die Treppe runterstoßen. Nee, ich glaube, das geht nicht. Aber gut, so, wir sind da. Und jetzt? You'll find some candles in one of the cupboards. Take them and place them in the candle holders. There should be some matches in the kitchen. Go find them and light the candles. Genau, wir sollen ja für Stimmung sorgen, nicht wahr? Bin gespannt, was sie mit uns vorhat. Das heißt, hier irgendwo sind die Kerzen. Ich glaube, hier in dem Schrank, ne? Mal gucken. Ja, natürlich, ich mache immer zuerst die falsche Schublade auf. So, da. Sehr schön. Okay. Aufstehen. Was für ein Zufall. Drei Kerzenständer und wir haben auch genau drei Kerzen. Zumindest sah es gerade so aus, als er sie rausgeholt hat. Zack. Und mich juckt's gerade, das ist fies. So, auch die letzte. Okidoki, gut. Dann brauchen wir jetzt noch das Feuerzeug. Das liegt ja irgendwo in der Küche, wo wir eben waren.
wo wir die alte Spüle und den nicht ganz so besonderen Kühlschrank gesehen haben. Die war hier, ne? Küche, jo. Okay, okay, auf dem Tisch liegen sie. Da liegt auch ein Messer. Können wir das nicht stattdessen nehmen? Und noch einen Mord begehen? Ach nee, lassen wir das mal. So. Dann gehen wir wieder zurück und zünden die Kerzen an. Und dann soll die uns auch endlich mal erklären, was hier eigentlich so gerade vor sich geht. So. Und Kerze an. Ach, und dass er jetzt bei jeder Kerze ein neues Feuerzeug anzünden muss, anstatt er mit einem Feuerzeug direkt alle anzündet. Aber nö. Es ist halt Lucas Kane, der macht sich Sachen lieber umständlich als einfach. So. Fertig. Perfect. We're almost ready to begin. Turn off the light. Close the curtains and sit down next to me. Werden wir machen. Okay, die Vorhänge sollen wir zumachen und das Licht aus. Ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet, dass hier drin überhaupt Licht an ist, weil so wie es aussieht, also ich sehe hier nirgendwo Licht, ehrlich gesagt. Und jetzt schon mal gar nicht. So, die Vorhänge sind zu und der Lichtschalter ist, glaube ich, in der Nähe der Tür. Ja. So, fertig. So, bevor sie uns jetzt aber auch wirklich erzählt, was mit uns passiert ist oder was auch immer sie mit uns vorhat, würde ich sagen, ich mache hier erstmal einen Schnitt, weil das jetzt eine recht lange, aber auch wirklich sehr interessante Sequenz wird und die würde definitiv, glaube ich, nicht mehr in diesen Teil hier passen. Und deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal einen Cut und wir widmen uns dieser Sache dann im nächsten Teil und erfahren vielleicht ein wenig mehr darüber, was im Restaurant wirklich passiert ist. Deswegen würde ich sagen, das war's jetzt erstmal mit Fahrenheit und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Also bis dann, ciao!